Selbstgetonte Tassen, gebastelte Sterne und Boxen, Plätzchen und vieles mehr. Es weihnachtet in der Werkstatt für behinderte Menschen. Sie haben ein halbes Jahr investiert, um ihre Arbeiten kurz vor dem ersten Advent auszustellen und stolz am Basar zu verkaufen. Seit über 30 Jahren ist das hier üblich. Der Trick bei solchen sehr anspruchsvollen Produkten ist, sie in ganz viele kleine Arbeitsschritte zu zerlegen. Und der einzelne Arbeitsschritt ist dann gar nicht mehr so kompliziert, wobei man trotzdem für so hochwertige Produkte, wie wir sie da sehen, muss man sehr genau arbeiten und das übt man. Außerdem hat der Basar Jahr für Jahr ein farbliches Motto und sind auch tatsächlich dieses Jahr selbstgemachte Muster, die dort, die wir haben drucken lassen nach eigenem Entwurf, dann anschließend gefertigt worden. Also gerade die Papierarbeiten, die Buchbinderarbeiten sind sehr hochwertig. Hochwertig wie die Arbeit in den Werkstätten, die Tag für Tag auch außerhalb des Weihnachtsgeschäfts die Menschen fördert. 1984 gegründet, reichen die Arbeitsbereiche von der Metall- über die Holz- bis in die künstlerische Abteilung. Selbst eine eigene Verwaltung stellen die Isar-Würmlech-Werkstätten. Die Idee ist, mit Menschen mit Behinderung in wirklich qualifizierte Arbeit zu bringen. Und das ist im ersten, zweiten Arbeitsmarkt häufig nicht möglich. Wir versuchen das umzusetzen, mit Menschen mit Behinderung auch die in Veränderungsprozesse mit einzubinden, sie in die Produktion mit einzubinden, in die Produktionssteuerung. Mit modernsten Maschinen werden modernste Teilchen gefertigt, die im Satelliten durch das Weltall fliegen oder diverse Automobilhersteller benötigen. Zum Konzept gehört jedoch auch der psychologische Teil. Dafür verantwortlich ist Renate Windisch mit ihrem Team. Es geht also hier nicht nur um Arbeit, sondern es geht darum, dass Menschen, die multiple Schwierigkeiten haben, über die Art, wie wir die Arbeit zur Verfügung stellen, auch über Gruppengespräche, auch über Einzelgespräche lernen können, mit der Realität anders umzugehen, wie das vorher der Fall war. Dabei wird es dem Betriebsleiter nicht ganz einfach gemacht. Nach einer UN-Inklusionskonvention sollen Werkstätten wie diese bald der Vergangenheit angehören, die Mitarbeiter dann in richtigen Firmen integriert werden. Ich war überzeugt davon, dass wir, wenn wir unter dem Mantel der Inklusion so etwas abschaffen, dann haben wir das Problem, dass Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine Chance haben, dann ohne Arbeit sind zukünftig. Doch die bösen Gedanken müssen warten. Die Weihnachtszeit steht an. Und als Belohnung für all die Arbeit wartet im neuen Jahr ein Ausflug nach Italien an den Gardasee.